Hi Roadies! Herzlich willkommen zu Let's Play Deus Ex Mankind Divided. Eine kleine Hintergrundstory dazu, wieso ich jetzt davon ein Let's Play mache. Deus Ex 3, Humanity, irgendwas, bla, ich weiß gerade nicht mehr. Human Revolution. Ha! Das war der Grund, wieso ich mit Let's Plays angefangen habe, weil ich mir dachte, ach, das kommt ja demnächst raus, da mir ist langweilig, ich bringe mir mal Video- und Audio-Editing bei, beziehungsweise größtenteils Video-Editing, und mache ein Let's Play von Deus Ex 1 und dann halt eins von Deus Ex 3. Jetzt ist Deus Ex 4, theoretisch, Mankind Divided raus und aus Tradition, sage ich mal, gibt es davon jetzt auch ein Let's Play. Sehr wahrscheinlich ein volles, sehr wahrscheinlich ein volles, und hier auch was zu den Grundregeln von Schleichspielen bei mir. Grundsätzlich schwerster Schwierigkeitsgrad und grundsätzlich, ich muss gerade mal den Ton auf meinen Kopfhörer ein bisschen leiser machen, grundsätzlich Pazifist. Pazifist, Schatten, bzw. Ghost, nicht entdeckt werden. Niemanden töten und auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchspielen. Das ist die Day One Edition, insofern sind kleinere Sachen mit dabei. Ich glaube, unterschiedliche Anzüge. Kann sein, dass wir irgendwie eine Bonuswaffe haben oder sowas. Können wir ja gerade mit Jensen Stories. Okay. Square Enix Membership. Purpurp haben wir schon. Danke. Extras. Announcement Trailer, Mechanical Apartheid. Recap Video. Ich könnte jetzt ein Recap-Video zeigen, finde ich persönlich ein bisschen unnötig. Ihr könnt es euch nämlich problemlos im Internet nachschauen, anschauen. Da finde ich es ein bisschen sinnfrei, euch jetzt irgendein Recap-Gedöns anzugeben. So, das haben wir erledigt. Dann würde ich sagen, hüpfen wir direkt in die Story. Klein, ein bisschen Backstory von mir, damit ich euch hier nicht ganz vergraule. Es geht darum, dass die Menschheit quasi eine neue Evolutionsstufe erreicht hat. Es gibt jetzt unglaublich viele Menschen, die augmented sind, also mechanisch verbessert durch Cyberimplantate oder Cyberkörperteile. Aber diese werden deswegen halt Mechanical Apartheid misshandelt, sie werden unterdrückt, etc. etc. Und daraus entwickeln sich natürlich gewisse Probleme. Adam Jensen, unser Hauptcharakter, ist ein Police Officer, also früher hat er bei der Polizei gearbeitet, mittlerweile ist er bei der Sondereinheit, der ja einen kleinen Unfall hatte, sagen wir es mal so, und dann von seiner, ich glaube, nicht Polizei, sondern Sicherheitsfirma, genau, er war Teil einer Sicherheitsfirma, vollgepumpt wurde mit Augmentations, ohne dass er es wirklich selbst gewollt hat. Die wollten einfach Zeug an ihm austesten und wollten ihm das Leben retten, weil er ein guter Bub war. Und ja, mittlerweile ist er, glaube ich, echt Teil einer Sondereinsatzeinheit. I never asked for this. Müssen wir erst freispielen. Complete the game once to unlock this difficulty. Also spielen wir auf Give Me Deus Ex. Hardened enemies, tougher situations will make your experience quite challenging and give you a good adrenaline rush. You are one with the machine. Ihr seht, das Spiel ist auf Englisch. Ist halt so. Ich spiele keine Spiele auf Deutsch, tut mir leid. Bla. So, ich schau grad mal. Mankind Divided, also man sieht, es gibt verschiedene Auswahlmöglichkeiten, was Steuerungsstile angeht. Standard ist halt so dein typischer Ego-Shooter. Human Revolution, so wie es in Human Revolution war, oder Mankind Divided, so wie es hier quasi ausgelegt ist. Ich werde es auch so spielen, ich habe es auch so auf der Gamescom angetestet. Do you want to watch the recap video now? By watching a 12-minute recap video. Ich werde keine ganze Folge für ein recap video opfern. Aber ich würde... Ich bin nett. Ich würde sagen, ich bringe parallel zur Folge 1 das Recap-Video raus, damit ihr da mal schauen könnt. Und ich hoffe, dass Square Enix nicht rumzickt und das bannt.
Wenn kein Recap-Video da ist, dann ja, auf jeden Fall Hard Cut. So, jetzt hattet ihr ein paar Sekunden, um euch nochmal das Recap-Video anzuschauen und wir steigen jetzt direkt ins Spiel ein. Beziehungsweise hoffentlich hattet ihr, wie gesagt, ich hoffe, dass das Video nicht gebannt wird von Square Enix, aber es sollte ja eigentlich kein Problem sein. Sometimes you just have to let go and embrace what you've become. Not gonna go all wonky on us now, Hansa, are ya? Well, if I do, MacReady, I guarantee you'll never see it coming. Agent Jensen, am I gonna have a problem with you? No, sir. No reason to assume you would. Good, because you are the only augmented operative on this team. And I intend to make good use of you. Listen up, all of you. We've got a sandstorm barreling down our ass, and we can't afford to make mistakes. We're going after this man, an arms dealer named Shepard. He's ex-Bell Tower, one of the Special Forces commanders who disappeared during the incident. And he's come out of hiding. That cannot be good. It's not. He's selling weapons and military-grade augments to terrorists. This is Aran Singh, the undercover agent who lured Shepard out of his hole. Best you see Interpol's got. But 3 years he's worked hard to get in tight with the Jinn, an Iraqi smuggling cartel that's infected the Eastern Hemisphere like a plague. Last week, our arms dealer sent a message to the Jinn, offering to sell them a shitload of black market merchandise dirt cheap. They told Singh to handle the buy. They're not gonna like it when Interpol disrupts their party. Singh's cover really that good? It is right now. We need to keep it that way. This is where the deal's going down. A half-finished high-rise hotel that's been abandoned ever since the incident. It's not a pretty picture inside. Let me guess. Most of the laborers were augmented with heavy-duty industrial rigs. So when the incident hit, and they all went schizo, things got gruesome real fast. And no one, except for some homeless junkies, have been inside the place ever since. What's the plan, Director? Singh's meeting Shepard on the ground floor, inside the hotel's main atrium. He sent the bulk of his Jinn crew to the penthouse levels to secure a vantage point. I want MacReady's team to take up positions overlooking the atrium and make the arrest. Jensen, you're going in solo from the roof. My objectives? Keep the Jinn from joining the party. As far as we can tell, only one route connects the atrium to the penthouse level, a halfway decent elevator shaft, here. I want you to block access to it. Fine. Just cut me loose. Do you plan on relying solely on your augments for this one? I'd recommend taking a little hard way, just to be sure. So. Und ja, das wird ein full story playthrough. Might be easier to maintain his cover if he's not the only one still breathing when this is done. Smart thinking. Yeah, but if anything does happen to him, you'll be telling his wife. After you get out of the hospital, of course. What about range? There's lots of wide spaces and high ceilings in there, but a number of tight and constrained rooms too. So it's a crapshoot, really. Ich bevorzuge normalerweise die Sniper-Variante. I'm not looking to play dice with anyone in there. Give me something with distance. Your call. Less chance of being seen and compromising Singh that way. One last thing, Jensen.
Singh said the Jinn are using some sort of portable Wi-Fi device to boost communications. He's got a better chance of maintaining cover if you disable it. We'll keep an eye out for it. But aren't we on the clock here? You said there's a sandstorm moving in. There is, and we got the intel on this mission at the very last minute. So we're scrambling a little. If it comes to it, your number one priority is keeping the Jinn out of that atrium. Copy that. So, kleine Info, das ist im Endeffekt dieselbe Mission, die jetzt auf der Gamescom 2016 gezeigt wurde und anspielbar war. Dort bin ich durchgerannt, weil man hat halt nur eine begrenzte Zeit. Hab dementsprechend auch leider nicht die Mission erfolgreich beendet am Ende. Also nicht wundern, wenn ich da jetzt relativ gut durchkomme. Ist zwar erst ein paar Tage her, aber einiges habe ich auch schon wieder vergessen. Anderes natürlich nicht. Ach, Jansen, die coole Sau. Hüpf! Wir werden uns gleich erstmal das Skill-Setup angucken. Das wird sehr wahrscheinlich um einiges geringer sein als auf der Gamescom. Ich denke mal, die Demo da war halt schon mit mehr Skins, Skins. Als man eigentlich am Anfang des Spiels haben sollte. Mal sehen. So. Jetzt mal die Steuerung gewöhnen. Team Leader, this is Jensen on the roof. Solid copy. Move into the building. The access route you need to block is at the far end of the penthouses. And keep in mind, the direct route might not be the easiest one. Roger that. Cool. McCready will advise once his team is on the ground. So, okay, wir haben auf jeden Fall Typhon und Invisibility, das seht ihr unten links, rechts ist das Typhon, das ist so ein Spread-Out-Shot, Invisibility ist das linke, Save Open Outfits, cool. So, Modern Armor, Enforcer Armor, Task Force, Classic Armor. Also das ist halt jetzt aus Human Revolution und das ist aus Mankind Divided. Civilian Trenchcoat, Intruder Trenchcoat, Classic Trenchcoat. Intruder Trenchcoat sieht cool aus. Den wählen wir mal aus. Ist es nur optisch, insofern. So. Dann schauen wir gerade mal. Also, wir haben ähnlich wie in Resident Evil 4 oder... ich glaube in den Baldur's Gate Spielen, Neverwinter und so ein Zeug, ein Koffer, also einen begrenzten, einen begrenzten Spielraum, was Equipment angeht. Und wir haben ein Storage, da können wir sowieso die Sachen können Sachen transfern, also it cannot be returned to the storage or applied to save game. Yeah. So. Ihr seht auch, wir haben hier schon mal Revolver Armor, Piercing Armor, wir haben Praxis Kit, das schnapp ich mir auch mal. Pistol EMP Armor, Frag Grenade, Elite Edition Combat Rifle. Das sind halt einige Zusätze, die über die Day One Edition kamen. 10mm Elite Edition Pistol. Diese Waffen werde ich mir später angucken. Wenn es ein bisschen mehr Zeit gibt, wenn ich mal ein bisschen durch ein Menü scrollen kann. Also was wir auf jeden Fall haben, ist Social Enhancer. Dann können wir halt Leute analysieren, wie sie sich benehmen. Wir können hacken. Ein paar Hacking-Tools haben wir auch. Infolink, der uns halt Informationen angibt über Gegner und ähnliches. Wir haben Wayfinder Radar System. Das ist halt ein detailliertes Radarsystem. Retinal Prosthesis, also wir haben halt, ne, wir haben ausgetauschte Augen. Smart Vision, damit können wir Gegner durch Wände sehen, wir können gewisse Items sehen, die wir benutzen können. Lidarmark Tracker, wir können Gegner tracken. Stealth Avatar, ja, wir können halt unsere letzte Position anzeigen lassen, wie das jetzt zurzeit in Schleichspielen relativ Standard ist. RX Health System, 8 Energy Converter, also dass man halt dann Energie wieder aufladen kann und der ganze Spaß und eine Lunge, damit wir durch Gas gehen können. Also es ist halt
so wie es aussieht, wirklich darauf ausgelegt. Man ist halt kein neuer Charakter, sondern man hat halt schon Sachen gehabt, ganz klar, eindeutig. Ob wir diese verlieren werden, wie man es halt von vielen anderen Spielen gewohnt ist, ist natürlich eine andere Sache. Cybernetic Arm Prosthesis und Cybernetic Weapon Handling, also verbessertes Zielen und halt Stärke. Wir haben Icarus Landing, damit wir keinen Schaden nehmen durch Fallen. Quicksilver Reflex Booster, damit können wir, glaube ich, zwei Gegner auf einmal ausschalten oder sowas. Typhon, ihr seht es auch hier im Video, das ist halt so ein explosiver Rundumkreis. Wir haben keine Dermalpanzerung, wir haben das Glass Cloak Shield und wir haben die Fußprothesen, um cool rumzurennen. Multitools, Typhon Armor, Biocell, Mind Template, die können wir uns basteln. Wir werden halt Parts finden, durch die Welt verteilt. Dann haben wir hier die Missionen, Side Missions, History, Points of Interest. Das kommt alles im Laufe des Spiels. Natürlich die Map. Ein Glossar. Was halt, genau, Triangle Codes, die können wir im Spiel finden. Ich habe auch noch eine Adam Jansen Figur von letztes Jahr Gamescom, wo ein Triangle Code drauf ist, mit dem man wohl in-game Sachen freischalten kann. Das werde ich mir hier nach den Aufnahmen mal anschauen, beziehungsweise nach dieser Aufnahme. Und nächstes Mal, ich meine, es ist die typische erste Folge, nächstes Mal geht es dann selbstverständlich, meine Lieben, in die Mission rein und wir werden uns anschauen, was wir hier so alles Schönes machen können und wie die Uschi Platz zu machen ist. Würde ich sagen, ich krümel mich und bis zur nächsten Folge.